Südklang Steirische Harmonika. Mach deine Seele frei. Servus, meine liebe Südklang Harmonika-Freunde. Wir haben uns schon lang nicht gehört. Ja, jetzt ist der Sommer gewesen, ein bisschen Urlaub und so. Ja, Sommer ist noch immer da. Aber wir haben gesagt, wir müssen uns heute melden, weil für die Südklang und die, unsere Freunde aus Deutschland ist ein ganz wichtiger Tag. Und zwar, wir haben jetzt heute, also diese Woche bei uns in Untersteiermark in Slowenien, drei Musikfreunde in der Nähe von Stuttgart gehabt. Wer die sind, werden wir ein bisschen später erwähnen. Aber das, was ich schon gestern auf der Facebook geschrieben habe, ist ganz wichtig. Wir haben gesagt, wir werden uns melden und wir werden zeigen, was wir diese Woche gemacht haben, geschafft haben. Und wisst ihr was? Es sollte Musik die erste Wort haben. Und deswegen, ich würde sagen, Burschen, los geht's. Spielen wir uns ans. Gehen wir! Das erste Lied und dieses Lied hat gespielt der Roland Vögele und ich begrüße jetzt vor der Kamera auch der Roland. Lieber Roland, herzlich willkommen bei uns in Untersteiermark. Eine Frage zuerst, wie ist dir gefallen jetzt diese Woche bei uns in Untersteiermark, bevor wir richtig zur Musik kommen und alles? Ja, also wir sind über die Autobahn natürlich hergefahren, ja, ich hoffe da eine oder andere versteht im schwäbischen Dialekt, ja, wir haben Baden-Württemberg in der Nähe von Stuttgart. Und ja, wir sind natürlich ja, mit Stau und so weiter, also es war ein bisschen problematisch. Aber war super, wir haben es hergeschafft und haben es dann auch gleich gefunden. Und haben uns dann aber auch gleich geborgen und zu Hause gefühlt und sind bestens versorgt, also von der Unterkunft also auch und wirklich aber auch von der Familie hier. Vom René und aber wirklich als ganz großes Lob, super klasse. Also wirklich zu Hause angekommen gleich auch und haben dann auch
nicht gleich am ersten Tag, sondern wir zuerst mit der Landschaft geschaut, mal Theorieunterricht bekommen. Oberkrainer, wie die Logik dahinter steckt und viel gelernt, denke ich, also ich zumindest mal. War super bis jetzt, wirklich klasse. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, dass du diese Landschaft gesehen hast, würdest du jetzt sagen, dass du unsere Musik ein bisschen besser verstehst? Zum Beispiel, du hast Oberkrainer und so untersteile Musik schon vorher gehört, wir haben uns in Deutschland kennengelernt, schon früher. Ja. Aber jetzt, wenn du da gewesen bist und siehst du auch diese Landschaft und so, ich sag immer bei meinen Livestreams, da musst du jetzt zu uns kommen, dass uns verstehst, was du unsere Untersteirer, Oberkrainmusik verstehst, muss man aus Slowenien kommen. Wie ist das bei dir, dieser erste Eindruck nach der einen Woche? Könntest du das bestätigen? Ist so? Ja, also es ist auf jeden Fall so, weil ich sag mal, die Landschaft ist ähnlich wie die Musik, sag ich mal, ja. Also die Musik an sich hat ja Höhen und Tiefen, ja. Und das ist eine weiche Landschaft, ja, also mit weichen Höhen und Tiefen. Und so ist auch die Oberkrainer Musik. Ist keine harte Musik, sondern eine weiche fließende Musik. Und so ist die Landschaft auch wieder. Ja, ja. Ja, super. Daheim ist daheim. Vermisst du jetzt das Haus auch? Was würdest du sagen, jetzt nach einer Woche? Ist immer wieder, sagen wir, überall ist schön, aber zu Hause ist am schönsten. Aber jetzt spielst du das nächste Lied, daheim ist daheim. Vermisst du schon jetzt ein bisschen Familie und zu Hause? Ja, oder könntest du eine Woche noch da bleiben? Grundsätzlich, kein Urlaub ist Urlaub immer zu kurz, ist ganz klar. Aber selbstverständlich, also meine Familie vermisse ich selbstverständlich. Ja. Eine ganz wichtige Frage, Roland. Ich jetzt ein bisschen diese Kamera. Wie lange spielst du schon Harmonika? Wie bist du angefangen? Bisschen kurz, ja, so kann man. Jetzt haben wir Zeit, weißt du. Wir haben apropos schon viele Zuschauer drin. Ah, okay, super. Die das uns jetzt live schauen. Liebe Zuschauer, du könnt ja auch eine Frage stellen, wenn ihr eine Frage habt. Wie lange spielst du schon Harmonika und ob das ein richtiger Punkt ist in deinem Leben, dass du jetzt diesen Oberkrainer Seminar jetzt ausgewählt hast und nicht schon vorher, weil die Oberkrainer Musik begleitet dich seit ersten Tag wahrscheinlich schon, wenn du Steirische in Hand genommen hast, ne? Weil jeder, der das Steirische spielt, früher oder später kommt zur Oberkrainer Musik, ne? Ja, das ist richtig. Ja, ja. Ich spiele jetzt seit ungefähr, ich weiß nicht genau, aber 14 Jahren sind sie. Und ich bin ja einfach auch mit Herzblut dazu gekommen, weil das Instrument einfach von der Optik her mir zuerst mal gefallen hat und dann vom Sound her. Und dann habe ich gedacht, okay, so ein Ding muss her und ich muss das lernen. Und dann habe ich in der Nähe von Stuttgart, die ja keine Schleichwerbung machen, gibt es eine Schule, wo man das lernen, wo man Unterricht nehmen kann auch. Ja. Und da bin ich dann hin und habe dann in zweieinhalb Jahren mal die Basics da gelernt und selbstverständlich Oberkrainer auch dabei gewesen. Ja. Super. Ja, das war der Roland Vögele, der hatte gesagt, ist in der Nähe von Stuttgart, aber jetzt spielt ein Tiroler Lied und zwar von Schürzenjäger, kennt ihr sicher, daheim ist daheim. Wisst ihr, wie wir Musiker sagen, überall ist schön, ne? Quasi, das wisst ihr, aber zu Hause ist am schönsten, ne? Aber wir Musiker sagen, überall ist schön, vielleicht auch zu Hause. Ab und zu muss man dazwischen nach Hause kommen, dass wir frische Wäsche kriegen und dann sind wir wieder unterwegs. Der Roland spielt jetzt mit dem unserem Bassist und Gitarrist, der Fritz und Franzi, noch ein Lied, der Fritz und Franzi wird er später vorstellen und das sollt ihr genießen. Da Horn ist da Horn. Thank you.
wir müssen jetzt unsere zwei Gitarrist und Bassist auch begrüßen. Die zwei brauche ich nicht extra vorstellen. Schauen Sie das nochmal an. Franzi kennt Sie sicher. Ehemaliger Untersteiner, 10 Jahre war mit Untersteiner unterwegs, aber trotzdem, wir sind in guter Beziehung geblieben. Du kannst in der Hauptkamera schauen, da die große Kamera, genau. Und unser Fritzi da ganz hinten auf der Gitarre, neuer Gitarrist, quasi jetzt, ja, ist schon fast 2 Jahre, eineinhalb Jahre bei uns, ja, sowas, ja. Auf alle Fälle, es ist bei der Oberkleider Musik und allgemein bei Musik gut, wenn du einen guten Gitarrist und Bassist hast, weil wenn du Steirische spielst, die bringen dich irgendwie durch die ganze Musik und da hast du keine Angst, da bist du viel sicherer und auch angenehm ist zu üben. Wie das in Praxis ausschaut, wenn wir dann ein bisschen später reden, weil jetzt kommt der nächste Harmonikaspieler. Ich habe gesagt, dass unsere Musikfreunde aus der Stuttgart-Umgebung gekommen sind zu dritt und nicht nur Roland alleine. Und der nächste ist der Michael. Der Michael Svatos, der würde jetzt ein wunderschöner Walzer spielen. Jetzt in der Sommerzeit würde uns schon recht sein, wenn da ein bisschen Eis kommt. Und zwar Eiswalzer. Bitte, lieber Michael. Sitzen, aber mach nichts. Michael, jetzt haben wir zwar auf der Reihe, weißt du, muss mal ein bisschen über Musik diskutieren. jetzt ist meine erste Frage an dich, weil meistens Fahrt hast du gemacht, ne, nach Slowenien. Bist du bei der Lenkrad gewesen oder wie? Ja, ich bin gefahren. Wobei, wir haben uns ein bisschen abwechselt, aber ja, die meiste Zeit hing an mir. Okay. Und wie war mit dem Wohnmobil, mit dem Roland und mit dem Fritz? War lustig, weil ich habe hier nicht den Tisch rausgemacht und dann haben wir ein bisschen abwechselnd Musik gemacht. Das heißt, wir haben uns selber unterhalten. Aha, super. War super, war einwandfrei. Und also 8 Stunden ist eine lange Fahrt, aber ich sage es jedem, der zuschaut, es lohnt sich wirklich. Tipptopp, wirklich. Danke. Wisst ihr, ist es schon gut, wenn du ein Wohnmobil hast, oder kannst du das ist da Musik dazwischen machen oder können sich gleichzeitig so eine Fest machen quasi. Das ist vielleicht eine neue Geschäftsidee, nicht Partybus, sondern Wohnmobilparty oder irgendwie so. Michael, Frage, wie lange spielst du schon steirische Harmonika oder wann bist du erstes Mal mit steirischen zusammengekommen? Ja, eigentlich durch den Großvater, der hat steirische gespielt, aber okay. als junger Bub, da hast du andere Interessen. Und als mein Onkel in Rente gegangen ist und er auf meiner rechten Seite. Ja, das zu diesem Thema kommen. Okay, ja.
Und da war ich so motiviert, da habe ich gedacht, das muss ich auch. Und ich halte mich echt für unmusikalisch, oder hielt mich für unmusikalisch. Und mittlerweile, es klingt noch komisch, aber ich nenne mich Musiker. Das ist Wahnsinn, es funktioniert wirklich gut. Na super. Aber trotzdem, okay, diese Woche, du hast ja gemerkt, wir haben schon viel. Weißt du, bei uns ist, du warst, hast merkst, ist Betonungen, tatsächlich, weißt du, wie du spielst, wie, so, wie die Phrasierungen sind und alles. Aber das, was ich dich fragen will, wie siehst du jetzt diese Oberkreiner Musik oder Spielart auf der Steirische von Oberkreiner Musik nach dem eine Woche Oberkreiner Seminar bei uns in Untersteiermark? Also ich bin offen hergekommen und ich sage, ich muss der Musik eine Chance geben, weil sie wirklich ans Herz geht. Und mittlerweile sage ich, also mit der Musik beschäftige mich definitiv weiter. Mhm. Es ist, wie hat er es immer gesagt, eine kräftige Musik und die geht unter die Haut, muss ich bestätigen, wirklich, hat echt was, geht ja echt vorwärts. Super. Ja, und quasi, wenn die Zuschauer schauen, quasi links von dir, bei dir, rechts von dir, sitzt ein sehr interessante Wahl und es ist dein Onkel Fritz. über Fritz werden wir ein bisschen später reden, weil Fritz ist, der hat ganz interessante Musikgeschichte hinter sich, aber das musst ihr zuhören. Aber bevor wir zu Fritz kommen, da habt ihr zwar zusammen einen Marsch vorbereitet und zwar Nockelmarsch. Und meine liebe Südklang-Harmonika-Freunde, ist interessant, weil die spielen jetzt mit zwei verschiedene Themen. Quasi Michael spielt Melodie und der Fritz spielt zweite Harmonika. Das soll es hier genießen. Fritz, Michael, Franzi und noch ein Fritz, Untersteirer Fritz. Geh mal, los geht's. Eins, zwei, zwei, zwei. Musikalische Situation, wo kurz vor Schluss ein bisschen mehr Harmonika ziehen muss. Aber das ist jetzt nicht so wichtig wie das, wer der nächste Gast ist, wer der nächste Musikfreund ist. Und das ist der Fritz Svatosch, der Onkel von Michael. Und der Fritz, muss ich euch erzählen, meine Lieben. Der Fritz war 35 Jahre lang auf die Bühne gestanden und hat moderne Musik gespielt, er hat mir Aufnahmen gezeigt, das war brutal. Und er hat E-Bass gespielt, Trompete gespielt, er hat gespielt alle möglichen modernen Lieder von
der Joe Cooker bis zum Fragen Sie mit was alles, weil so viele kenne ich nicht. Ich bin mehr in der Volksmusik und Obergreiner Musik. Und irgendwann hatte Fritz gesagt, er will Steirische lernen. Mein lieber Fritz, herzlich willkommen bei uns in Untersteiermark. Aber tatsächlich bin ich, voll fasziniert von deiner Geschichte, dass du von reiner moderner Musik, von E-Bass, Trompete auf die Steirische gegangen bist. Auch so wie der Michael sagt, wegen dem Vater, seinem Großvater. Ja, mein Vater kommt aus dem Böhmerwald. Okay. Ja, und er hat sehr gut Harmonika gespielt. Aber meistens immer, wenn er so ein bisschen Schwammerl gehabt hat, da war es immer lustig. Gell? Und ich habe mir gedacht, ich bin jetzt 5 Jahre in Rente, okay, habe noch nie ein Tasteninstrument gespielt. Mhm. Also meine Instrumente waren Bassgitarre und Trompete. Okay. Ja. Und ich habe mir gedacht, wenn du jetzt auf ein Fest noch gehst und du bist 35 Jahre Musiker und du kannst nicht spielen irgendwie, weißt du, der Bass macht Bum Bum, und eine Truppe eben macht Täter. Und was willst du dann auf dem Fest machen? Gell? Und deswegen, du hast an der Steirische hast dein ganzes Orchester dabei. Du hast da den Bass und dort die Gitarre. Und die Skanzseite, die Melodie. Trompete, Klarinette, alles mögliche. Alles, und mehr brauchst du nicht. Und ich bin jetzt dabei, das Ding zu lernen. Es klappt vielleicht noch nicht so ganz so gut, aber ich bin auf dem besten Weg und das probieren wir. Da bist du auf der guten Weg, muss ich ehrlich sagen. Weil interessant ist gewesen, wenn der Fritz am Samstag, quasi jetzt schon vor einer Woche gekommen ist, hat er gesagt, René, ich will Begleitung lernen, Begleitung lernen. Wie ist jetzt mit der Begleitung der heiligen Woche? Ist dir schon ein bisschen mehr klar, wie das funktioniert? Ja, schon klar, aber bloß die Hand macht noch nicht richtig mit. Ich habe dir gesagt, musst du ein bisschen mehr trinken. Aber ich habe nicht gesagt, was. Weißt du, ja, 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 ja. Aber sag mir ganz ehrlich, weil, wie gesagt, Hut ab, einen großen Lob, weil ihr habt deine Videos geschaut, was ihr als moderne Gruppe gespielt habt und alles. Aber wie ist jetzt quasi von einem modernen Stück, wie was auf der E-Bass, also spielt alles in Moll und alles Mögliche. Und dann kommst du zu so einem diatonischen Instrument, das doch ein bisschen begrenzt ist. Ist trotzdem schön oder? Es ist sehr schön. Okay. Also, wir haben uns so kennengelernt im Frühjahr in Bernau. Ja. Auf einem Seminar. Genau. Der Roland, den kennst du schon länger, der hat bei dir eine Harmonika gekauft und die habe. Ja, und die haben wir jetzt abgeholt. Ja. Und in Verbindung mit einem Seminar bei euch. Und ich habe euch am Frühjahr in Bernau gehört. Franzi war dabei. Ja. Und Robert war dabei. Super, und ja. Du. Und ihr habt es so toll gemacht, die ganzen Schüler waren begeistert. Und ich habe dann zu denen gesagt, da müssen wir auch noch, gell, Ronald? Ja, müssen wir hin. Also. Eine Sache, ich muss mich da ein bisschen entschuldigen. Weil gerade das hat der Fritz gesagt, ist ihm gefallen, weil der, ich habe Gitarre in Bern auch gespielt, Franzi Ebers, und Robert hat mit jedem Schüler zusammen auch Harmonika gespielt. Und ich habe gesagt, heute würde ich auch Harmonika mitspielen. Jetzt kann ich leider nicht, weil ich muss mischen. Aber das war ein bisschen Ausrede, muss ich ehrlich sagen, ja, Jungs. Ja, ich wollte, dass die Leute euch hören, weißt du, nicht mich, weißt du? Jetzt lasst er mich allein, gell? Genau, jetzt habe ich dich am Stich gelassen. Und meine Lieben, besonders bei der nächsten Stück, weil jetzt spielt der Fritz nur für euch, das geht sie sicher, könnt ihr jetzt zu Hause mitsingen. Und zwar, hey Fritz, spiel uns eins, feierlich original, hey Slauko, spiel uns eins und Franzi spielt auch mit und der Fritz und wir können auch mit singen. Und Fritz, bitte, spiel uns eins. Thank you.
Fritz, spiel uns eins. Erleichtert. Meine Lieben, ich muss sagen, heute bin ich in der Südklang quasi ins Firma gefahren, da bin ich zurückgekommen, her schon um 12:30. Die waren schon um sicher 12:30 bei mir, ne? Ja. Und da komme ich um 12:30, sagen die Michael und der Roland, der Fritz übt schon ganze Vormittage. Na, passt schön, wunderschön. Ja, meine Lieben, es ist so, dass wir jetzt langsam am Ende sind. Ne? Ein Lied ist uns noch geblieben. Wir waren einig, und zwar, dass die Jungs jetzt am Schluss mit dem Franz und Fritz, Untersteiner Fritz, noch ein Lied spielen, und zwar Sterne am Himmel. Das kennt ihr ja alle von Tiroler Echo. Spielen wir gar nicht ein Oberkreiner Stückel, aber trotzdem, wenn es ihr original anhört, wir haben uns jetzt diese Woche original angehört. Ist auch der Tempo ziemlich schnell, aber wir spielen so gemütlich, nicht zu schnell. Ja. Das, was die Jungs noch von uns noch kriegen, dass diese Woche bei uns gewesen sind, sind so wunderschöne Urkunden und unterzeichnet von Franzi, weil Franzi hat Seminar gemacht, Robert Zupan und meine Wenigkeit. Und wir haben am Montag auch der Mitya Masnak da gehabt. Der Mitya war der Schuldirektor von Auswendig Musikschule bis 2000. Was hat gesagt, 17 oder 18, so sowas. Ja. Wie gesagt, ein hochkarätischer Mensch, der weiß genau, um was bei Oberkreiner Musik geht. Und eine Sache muss ich euch noch sagen, habt ihr gesehen, es ist gar nicht nötig, wenn ihr zu uns kommt aufs Seminar, da braucht ihr keine Südklangharmonika haben, weil da habt ihr mir viele geschrieben, ja, muss ich Südklangharmonika haben? Nee, es ist allgemeines Seminar, schauen Sie, mach mal Werbung auch für andere, Fritz spielt auf Straße, auf Schmidt spielt der Michael, Roland hat jetzt eine neue, was ist eine No-Name, das ist kein Schild drauf, nicht auch eine Südklang, aber er hat auch eine Straße mit, auf alle Fälle ist jeder herzlich willkommen. Meine Lieben, da geht es um die Musik und um diese Erfahrungen, und jetzt kommt noch zwei, drei Fragen, muss ich meine Musikfreunde aus der Baden-Württemberg stellen, und zwar, Roland, wem würdest du dieses Seminar empfehlen? Von deiner Sicht jetzt, weil du hast es jetzt erlebt, diese Woche da bei uns, und was würdest du sagen, für wen ist dieses Seminar, oder wer soll vorbeikommen, oder was könnten die Leute da erwarten von deiner Sicht? Nicht, dass ich immer wieder sage, die Leute, ja, kommt sie, aber das mussten die meine Musikkollegen sagen, so wie du bist. Bitte. Also ich würde sagen, man sollte schon gewisse Grundkenntnisse in der Steirischen haben. Weil wenn jetzt einer ganz frisch anfängt, ist es vielleicht noch zu früh, aber in dem Moment, wo er eben schon auch eine gewisse Taktsicherheit hat und auch musikalisch schon ein bisschen unterwegs ist, nicht auf ganz hohem Level, bestimmt nicht, wir sind wir ja alle nicht, aber also schon, wenn er es ordentlich bedienen kann, das Instrument, denke ich, dann ist es, je früher, desto besser, weil ich persönlich habe jetzt festgestellt, dass ich ein Lied schon 10 Jahre falsch spiele, ja. Also von daher lieber früher als später, von daher, um sich, dass man sich die Fehler nicht in den Kopf einprägen, weil Fehler rausbringen ist ganz schwierig. Ja. Michael, und du? Bei dir? Also, wie gesagt, ich spiele jetzt erst 3 bis 5 Jahre. Es hat sich bei mir Fehler eingeschlichen, wo ich durch Griffschrift spiele oder durch Online-Schule
Ja, mir war der Fehler nicht bewusst. Ich habe nur gehört, es klingt nicht so, wie ich es eigentlich haben möchte. Das habe ich diese Woche extrem bearbeitet. Ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Habe noch ein bisschen viel Hausaufgabe. Aber technisch super. Wirklich ganz toll erklärt bekommen, wie man es technisch sauberer spielt. Und dann kriegt man einen ganz anderen Schwung rein. Ja, super. Dankeschön dafür. Danke. Fritz? Also, ich meine, wenn jemand Harmonika lernen möchte, die sind bei René und seinen Leuten sehr gut aufgehoben, weil die zeigen einem den richtigen Weg. Wenn man alles vielleicht 2-3 Jahre zu Hause alleine macht, macht man viele Fehler. Die kann man vielleicht später nicht mehr richtig korrigieren. Und die Leute, wie Franzi, René und Robert, das sind die richtigen Leute. Sie können einem zeigen, auf was das jetzt ankommt. Und das ist sehr wichtig. Das würde ich sagen. Ja. Eins ist sicher, du als Bassist, okay, du hast moderne Musik gespielt, aber du kannst es bestätigen, wie wichtig der Rhythmus ist. In deinem Fall Schlagzeug und E-Bass. Ne? Also der Rhythmus ist wichtiger wie die Diskantseite, ja. Gell? Was hat er mit dir gesagt? Was macht der Musik? Welche Hand macht der Musik? Die linke, ja. Linke Hand. Ne? Linke Hand macht die Musik, genau. Ja, und eine Frage muss ich noch der Franzi stellen, weil der Franzi war. Franzi hat mit euch, also für euch auch Zeit genommen, waren die hart oder waren die weich? die waren sehr super, sehr gut. Und ich kann nur empfehlen, dass dieses Seminar nicht für Männer ist. Lass mir auch die Mädels sein, zum Beispiel. Schau, die Mädels sind herzlich willkommen. Okay. Ja, aber ich habe sehr gut gelaunt mit ihr und ich bin sehr froh, dass kann ich meine Erfahrungen oder Bühnenerfahrungen und auch Erfahrungen von Musikschule weitergeben, jedem besonders. Du kannst das eh nur bestätigen, dass der, ist egal, was ihr spielt, auch wenn es ihr, weil ich habe da jetzt schon eine Liste von Fritz bekommen, danke dir, lieber Fritz, auch wenn es ihr deutsche Volksmusik spielt oder deutsche Schlagermusik auf die steirische, jede Musik hat einen Rhythmus im Hintergrund und irgendwie diese nicht geschriebene Gesetze, Phrasierungen, Betonungen und das ist ganz wichtig. Ist egal, was du spielst, es geht nicht um obergreifende Musik, kannst du das bestätigen? Ja, sicher. Weil Legato spielen, Staccato spielen ist in jeder Musik. Und das sind die Dinge, wo dir die Noten oder Griffschrift auch nicht gibt, das muss dir einer erklären. Weil ja. Wenn du das nur liest und hast du das... Ja, sicher. Jemand soll erklären und viel hören diese Musik. Und am besten ist so Live-Musik hören, mitspielen, weil hier sind diese richtigen Erfahrungen, wie und was, was macht jeder, was macht zum Beispiel Gitarrist, was macht Bassist und dann, das kommen wir zusammen. Ja. Wie bei einem Orchester, nur für Dirigent ist es schwieriger, weil du musst mit 60 Leuten sich beschäftigen, das ist ein bisschen weniger. Das ist ein bisschen weniger. Lieber Roland, lieber Fritz, lieber Michael, ich bedanke mich, dass ihr zu uns nach Untersteiermark gekommen sind. Seid ihr immer herzlich willkommen. Hoffentlich hat euch getaugt da bei uns. Ja. Wir werden uns bemühen, dass wir nächstes Jahr noch besser sein würden. Und ja, am Schluss soll der, quasi würde ich nicht Ade sagen, soll der Musik diese letzte Wort haben. Aber ein Wort habe ich immer wieder und das muss ich jetzt nur am Schluss sagen. Ich sage immer bei der jeden Livestream am Schluss, Südkrank macht die Seele frei. So, meine Lieben, ich bedanke mich. Das war jetzt 40 Minuten lange Livestream, noch ein bisschen mehr. Und den Livestream könnt ihr auch dann bei YouTube ab morgen sehen. YouTube-Kanal Südkrank Harmonika, YouTube-Kanal und der Volksmusikfans 2. Da werden wir alles reingeben und da können Sie das in Ruhe noch einmal anschauen. Und bleibt gesund und alles, alles Gute. Und jetzt Sterne am Himmel. Und wir gehen dann tatsächlich schauen, ob die Sterne
der Himmel sein. Tschüss, Fiati, Papa und gute Nacht. Südklang macht die Seele frei. Steirische Harmonika, mach deine Seele frei.